Hallo, ich bin Ralf Braute zum Autohaus Burmeister. Ich habe heute wieder einen Neuzugang für euch. Und zwar haben wir einen wunderschönen Seat Leon ST in der Ausstattung FR. Hierbei handelt es sich um einen 2 Liter TDI mit 135 kW, 184 PS DSG. Dieses Auto ist aus März 2018 und hat 69.000 Kilometer gelaufen. Wie man das schön erkennen kann bei diesem FR, Wabengrill. Wir haben dort auch die FR-Applikation. Das Auto ist ausgestattet mit Voll-LED-Scheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfern, Parkdistanzkontroll vorne. Das Fahrzeug steht auf schmucken Leichtmetallfelgen mit Ganzjahresbereifung. Und wenn wir das Auto mal von der Seite auf uns wirken lassen, können wir das wunderbar erkennen. Die Kombivariante beim FR alles dunkel gehalten, das heißt die Fenstereinfassung, die Dachreling. Wir haben Werbeschutzverglasung mit zusätzlicher Eintönung ab der Scheibe der Tür hinten ringsrum. Ja, und wenn wir dann das Heck mal auf uns wirken lassen, wir haben auch hier LED-Rückleuchten. Wir haben wunderbar wieder zu erkennen, dass es ein FR ist. Das sieht man auch an dem dunkel gehaltenen Heckdiffuser mit dem Doppelrohrauspuff. Das Auto hat auch hinten Parkdistanzkontrolle. Wenn wir uns dann den Laderaum anschauen, Gepäckraumrollo, das können wir bei Bedarf entfernen, wenn wir die Variabilität verändern wollen. Wir können die Rücksitzbank umlegen, wir haben eine Durchlademöglichkeit und einen doppelten Ladeboden. Und da müssen wir einmal kurz drunter schauen. Dieses Auto ist mit Ersatzrad ausgestattet und das, was wir dort unten sehen, ist ein Subwoofer. Das will uns sagen, dieses Auto ist mit einem Soundsystem ausgestattet. Ja, die einzelnen Details zu diesem Auto findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch gerne auf der Homepage alles nochmal in Ruhe nachlesen. Folgt uns gerne auf YouTube, wenn ihr weitere Angebote unseres Hauses euch in Ruhe mal anschauen möchtet. Wenn euch was gefallen hat, schickt uns mal einen Daumen hoch. Freuen wir uns drüber. Und jetzt kommt mal mit rein. Wir schauen uns jetzt mal noch die anderen Highlights dieses Autos an. Wir befinden uns jetzt im Innenraum dieses Leon ST. Was man schön erkennen kann, Ambientebeleuchtung. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit verschiedenen Farbprofilen. Dementsprechend passt sich dann auch die Ambientebeleuchtung an. Außenspiegel elektrisch, elektrische Fensterheber. Wir haben ein Lederlenkrad, abgeflacht, Multifunktion mit Fernbedienung für den Bordcomputer, die Kommunikation. Bei diesem Auto Instrumentierung klassisch mit zwei Runduhren und in der Mitte nochmal mit einer Dot-Matrix. Hier im Cockpit Bereich, dem Fahrer ein bisschen zugeneigt, sieht man schön dann den Monitor, wo jetzt zum Beispiel das Navigationssystem drüber läuft. Wir haben ein Sichtpaket mit Regensensor, automatisch abblendbaren Innenspiegel und hier im Bereich der Mittelkonsole dann die Klimaautomatik, zwei Zonen, rechts, links getrennt regelbar und auch die Bedienung für die Sitzheizung der vorderen Sitze. Apropos Sitze, wunderbar gemacht, schöner Seitenhalt, sportlich. Und zwar in Leder Alcantara ausgeführt, alles mit roten Ziernähten abgesetzt. Das finden wir auch beim Wahlhebel wieder oder hier im Lenkrad. Ja, wir haben dann DSG-Wahlhebel, elektrische Parkbremse, Mittelarmlehne, die wir dann verstellen können. Darunter ist noch ein Ablagefach. Das Fahrzeug ist mit Schaltwippen ausgestattet und wir haben dann nochmal zusätzlichen CD-Player, der sich hier im Handschuh befindet. Apropos Ablage. In den Türen, in den Bereich der Konsole, reichlich vorhanden. Ja, also ein poppiges, sehr schön gepflegtes Auto. Ja, und mir bleibt eigentlich nur darauf hinzuweisen, wer Interesse hat an so einem kleinen Power-Kombi, der hat ja nur auch ein bisschen was unter der Weste, ist herzlich eingeladen, dieses Auto bei uns persönlich zu erleben. Wenn ihr Fragen habt, wir sind gerne vor euch da, ruft uns einfach an. Danke. Ja, für den Moment bleibt mir nur, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Es hat mich gefreut, dass ihr uns auf YouTube besucht habt und euch das Video angeschaut habt. Ihr seht hier auf der Seite meine Kontaktdaten, wenn ihr weitere Informationen wünscht, euch das Auto gefallen hat. Dinge, die man jetzt sicherlich in so einem Video in der Kürze der Zeit nicht darstellen kann, würde es mich freuen, wenn ihr mich anruft. Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten und euch weitere Dinge zu erklären, weil unser Ziel ist es, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, uns weiter zu folgen. Ihr könnt gerne
unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet, dass ihr dementsprechend weitere Videos von uns sehen könnt und bekommt. Ja, ansonsten für den Moment, wie gesagt, vielen Dank und alles Gute.